Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist euer Hassan von Inside Champions. Dortmund-Fans, aufgepasst! Und zwar geht es heute um Bellingham. Der wird umworben aus der Premier League, vom Verein aus der Premier League. Liverpool in der Pole Position und sie sind hartnäckig geblieben. Sie möchten unbedingt Bellingham verpflichten. Vor allem, weil Thiago verletzt ist und Naby Keita keine ernste Alternative darstellt. Also, wir wissen alle, damals für 60 Millionen, glaube ich, von Leipzig zu Liverpool gewechselt, aber nie so richtig angekommen bei Liverpool. Hat so einige Spiele gemacht, wo man gesehen hat, okay, der Typ hat Potenzial, ist ein guter, aber so für die Stammelf hat es nie gereicht. Jetzt, nachdem sich Thiago verletzt hat und länger ausfällt, ist man da auf der Suche nach einem Spieler im Mittelfeld. Und es gibt einfach keine Alternativen. Jetzt ist man auf Bellingham gestoßen und man möchte ihn unbedingt verpflichten. Die Frage ist nur, wann? Und Bellingham, wir wissen alle Engländer, man hat da schon einige Beispiele, junge englische Spieler, die dann halt auf die Insel zurückgekehrt sind, wie zum Beispiel Sancho. Und ich denke, dass Bellingham auch in den nächsten Jahren wieder dort landen wird. Die Frage ist nur, wann, wie gesagt. Er hat Vertrag bis 2025. Und ja, für den Spieler müsste Liverpool auf jeden Fall über 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Hier muss man aber sagen, dass Dortmund die Oberhand besitzt und sozusagen nicht unter Zugzwang oder unter Druck steht, sodass sie halt schon dieses Jahr ganz entspannt mit Bellingham planen können und auch sogar vielleicht im nächsten Jahr. Dann sollte man sich aber auf jeden Fall mit einer Vertragsverlängerung oder mit einem Verkauf beschäftigen. Und ich denke, ihn zu halten oder ein zweites Mal zu verlängern, beziehungsweise ein zweites Mal ihn langfristig an den BVB zu binden, wird super schwer sein. Ist ein sehr wichtiger Spieler für den BVB und wenn sie ihn dieses Jahr oder nächstes Jahr verlieren würden, wäre das sehr, sehr schade für die Bundesliga und für den BVB. Wie gesagt, Liverpool macht ernst, möchte diesen Spieler unbedingt haben. Sie wissen aber, dass sie diese Saison eigentlich diesen Sommer, in diesen 2 Wochen, die jetzt noch anstehen, eigentlich gar keine Chancen haben. Aber Klopp ist auf jeden Fall dran, möchte Bellingham unbedingt. Wir wissen alle, Klopp hat verlängert, er wird noch länger bei Liverpool bleiben und dementsprechend so auch dafür sorgen, dass Liverpool für die Zukunft einen starken Kader hat. Und ja, also Bellingham, 19 Jahre alt, Vertrag bis Juni 2025 und wie gesagt, der BVB hat gar keinen Druck, aber auch Experten beschäftigen sich mit diesem Transfer und geben ihre Meinung dazu ab. Und man spricht von einer sehr großen Notwendigkeit, die Liverpool auf dieser Position hat. Und ja, Klopp möchte nicht irgendeinen Spieler verpflichten, sondern den Spieler, der dann halt auch tatsächlich für die Stammelf gedacht ist und die Mannschaft nach vorne bringt, nach vorne peitscht und ein Kämpferherz mitbringt. Das ist dann halt auf jeden Fall Bellingham. Er bringt diese Attribute auf jeden Fall mit und kann den BVB so bei der den FC Liverpool so zur Meisterschaft oder auch zur Champions League helfen. Wäre auf jeden Fall super schade. Ich denke, das wird dieses Jahr nichts, wahrscheinlich auch nicht im nächsten Jahr. Dortmund lässt sich dann nicht beeindrucken von hohen Geldsummen, außer der Spieler kommt jetzt tatsächlich in die Führungsetage und sagt, ich möchte weg, ich habe Lust auf etwas Neues, aber wobei man auch sagen muss, der Typ ist gerade 19, nächstes Jahr 20, also ich denke nicht, dass er da unbedingt Druck macht und unbedingt nächstes Jahr weg will. Aber ich denke mal, diese Saison hat er noch, nächste Saison hat er noch beim BVB und dann wird es super schwer, da den Ersatz zu bekommen seitens der Borussen. Und ja, es wird auf jeden Fall super spannend. Ich bin mir sicher, Dortmund wird da auf jeden Fall den nächsten guten Spieler finden. Aber so einen Bellingham zu ersetzen, der halt auch einen Marktwert von über 100 Millionen hat, wird auf jeden Fall super schwer. Aber das zu dieser Transferhammermeldung. Also, es steht die Frage wirklich da im Raum. Aber tatsächlich
wird sich da Dortmund nicht drauf einlassen und das weiß auch Klopp und der FC Liverpool. So, das zu Bellingham und ich würde sagen, das war's mit dem kurzen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute, würde mich super freuen. Am Samstag bin ich in Bremen und schaue mir das Spiel Bremen in Dortmund und schaue mir das Spiel Dortmund gegen Bremen an. Dazu gibt es dann einen Stadion-Vlog. Ansonsten, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao!